Mit dem, du kleiner Peter, ne? Rein in den Wagen. Fahr los, mein kleiner getreuter Padawan. Oh, okay. Was ist das für ein Außenposten, wo Sie sie hinbringen? Die Außenposten sind Festungen, die man überall auf Rogue Island findet. Vars-Piraten benutzen sie, um die Gebiete zu kontrollieren. Also fahren wir direkt in den Kampf. Ja, das ist gut so. Wenn wir deine Freunde befreien, schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir führen Krieg gegen Vars. Es ist wichtig, dass wir den Piraten die Außenposten abnehmen. Wenn die Rakyat einen erobern, wird das Gebiet sicherer. Alle können es dann schneller durchqueren und es ist eine Gelegenheit, Erfahrung als Krieger zu sammeln. Okay. Wer ist denn im Truck? Rakyat-Krieger. Die wahren Rakyat, die im Herzen der Insel. Okay. Werden sie dir vertrauen? Hör zu, danke für die Hilfe. Aber ich will nur Lisha befreien und meine Freunde finden. Mein Bruder. Das ist die einzige Chance, ihr Leben zu retten. Du bist aus dem Sklavenlager entkommen und lebst noch. Es ist Zeit zu kämpfen. Du meinst? Alle gleich, Jason. Es gibt nur einige, die nicht handeln. Das ist der Unterschied. Let's get the party started. Ich kann das. So wie du war ich einst ein Fremder hier. Du bist nicht allein, mein Freund. Wir werden mit dem Angriff auf dich warten. Lol. Okay. Steig in den Truck. Jason, Dennis hat dir das Tatao geschenkt. Jetzt musst du kämpfen. Du kannst sie schnell angreifen, sie aus der Entfernung ausschalten. Okay. Oder dich anschleichen. Deine Entscheidung. Okay. Aha. Lisha, ich komme. Bist du sicher? Okay, dann gehen wir mal in den Kampf. Aber nicht so gestürmt, jetzt wollen wir ein bisschen auch Atmosphäre aufbauen wieder. Das ist die Türkenflagge, so sieht's auf jeden Fall aus. Und ja. Wen ficken wir denn erstmal als erstes? Naja, eigentlich keinen, weil wir sind ja nicht schwul. Okay. Aha. Was ist das jetzt? Ein Fotoapparat, wie es scheint. Lass mal die. Können wir ein bisschen fotografieren, ne? Lol, Oh, das ist ja geil. Warte einen Moment. Dann fotografieren wir mal erstmal, ne? Können wir die alles scannen und wissen, wo wir die sind. Das sind alles normallos. Ja, ein kaltes Bier wäre schon, nicht schlecht, du. Müssen alle killen hier. So, hier durch. War sehr elegant aus. Was war das? Nix. Nicht die ablenken? Lisha, ich bin hier! Okay. Ich hab die ja schon die meisten gescannt. Hier ist ja noch einer. So, dann nimm mal die Waffe. So. Oh. So, stirb, dreckiger Köter. Ja. Back Reaper! Tja, so einfach ging das mit Skills. Tja, ne? Schon geil. Liegen hier irgendwelche schönen Waffchen. Chill mal, wir müssen erstmal ein bisschen Waffen gucken. Wo sind denn die Waffen? Ich brauche für Fick nochmal eine Waffe. Ja, okay, dann gehen wir mal hier rein. Aha. Nicht hier. Uah, hol du. Der Außenposten bei Amanaki wird angegriffen. Wo ist die amerikanische Gefangene? Sie ist weg. Was?
ihn auf der Westseite der Insel. Ich erzähle es dir, wenn wir dort sind. Sie ist geflohen. Ja, mir scheint. Jason, du bist des Tatao würdig. Ja, schön. Chill, oh, ja, fuck mich doch nicht ab. Ich will die mich abfucken. Wir haben all diese ganzen Brownies, Alter. Bei Dr. Earnhardt im Westen. Aber keine Angst, da ist es sicher. Er erwartet dich bereits. Im Westen? Hat er gesagt, welchen Freund? Nein, aber wir werden weiter nach den anderen suchen. Ich funk dich an, wenn ich mehr weiß. Jason, na komm schon. Du hast dem Stamm imponiert. Aha, sehr interessant. Was passiert denn jetzt hier? Aha, ich will aber keine Schnellreise machen. Ich will jetzt hier ein bisschen chillen. Ja, wir haben es gecheckt. Gib mal deine Waffe. Oh, cool. So, und mal Leiche plündern. Komm her, was hast du denn Schönes? Eine Granate. Sehr elegant. Okay. Ich will doch irgendwie, Boah, schöne Waffe, ey. Was ist das denn? Ich will eine Waffe. Können wir uns da eine neue besorgen? Na, Fotze. Kann ich den töten? Chill, ist nichts los. Ist chillig. So, rein da. Rein, Lisa, bist du wieder da? Okay. Dann kaufen wir uns mal erstmal ein Sturmgewehr. Jo, das können wir wieder nehmen. Nein! Ich dachte schon, ich hätte irgendwie was hier gekauft. Okay. Und dann nehmen wir mal das Ding. So, raus hier aus dem ganzen Gedöns hier. Und, ja. Mit viel Munition auf jeden Fall. Oha! Warum nimmst du jetzt eine Spritze? Mein Gott, ey. Okay. Das ist eine Quest. Wir brauchen aber einen Wagen. Blau ist meine Lieblingsfarbe, den nehmen wir. Mach mal an das Ding. Ah, cooles Radio. Aha. Führerschein aus der Cornflakes-Schachtel. Ja. Und los geht's. Sehr interessant auf jeden Fall. Die Welt hier in Amanaki. Okay, dann wollen wir mal losgehen. Und da ist auch schon das Ziel. Geile Einlage hier geführt. Und ja, dann wollen wir mal gerne... Ah, Munition. Das ist sehr gut. Was nehmen wir denn hier? Den Punkt markiere ich mir, um wieder die Waffe zu nehmen. So, nehmen wir den Schrotflinte, müssen wir leider nehmen. Ja, okay. Achso. Haben wir schon einen getötet? Hä? Sollen wir nicht 6 töten? Naja, egal. So, rein da und los. Da würde ich mal sagen, ne? So, hallo, was muss ich denn nochmal töten? Doch Hunde, ne? Das ist das Zielgebiet. Okay, wir müssen aufpassen. Da sind auch die ersten Hunde. So. Ich will so vorgehen, dass ich wir haben Aufmerksamkeit auf uns gezogen. Weg. Hä? So. Tier heute, mein Freund. Werde ich jetzt angegriffen oder was? So. 3. Wir haben nur 4 Schuss.
Mhm, gut, du stirbst auch. Oh. Ja, fuck, ne? Da war doch noch ein Hund, ne? Ja, du musst es auch ins Gras beißen. Ja, würzig gemeint. Nimmt er da Fleisch oder Fell? Komm her. Okay, wir müssen. Ah, wie der gerutscht ist. Schön machst du das, Lassie. Dann gib mir mal dein Leder. Lecker. Das frisst Onkel Petrit am liebsten. So. Okay. Sind denn hier noch welche? Jo. Servus. Danke für das Geld. So, dann haben wir das erstmal hinter uns und... Ja, die Waffe ist jetzt sowieso nichts mehr wert. So. Dann wollen wir mal wieder zurück. Und da liegt ja unsere Waffe. Eigentlich müsste sie da liegen. Okay, Munition haben wir auch. Okay. Dann rein da wieder. Da will ich wieder hingehen. So, nehmen wir die Schnellreise und ja, Hust, wir nehmen an, da war ja noch eine Quest, die nehmen wir auch an, weil das bringt ja alles natürlich Geld und so. Wieder unser Sturmgewehr, was wir umsonst bekommen haben. Mit Rotpunktvisier am besten, ne? Das kaufen wir uns direkt mal dazu. Jo, habe ich mal gemacht. Habe ich mir mal gegönnt. Oh ja, mit Rotpunkt, das ist geil. Cool, sehr schön. Dann nehmen wir mal die nächste Quest an. Und das ist dann... Kopfgeld. Ein Pirat wildert in der Nähe einer heißen Quelle. Ehre die Tradition und töte ihn mit einem Messer. Okay, ich ehre die Tradition und töte ihn mit einem Messer. So, rein hier. So. So, hier halten wir mal an. Du bleibst hier und ich gehe da. Ah, okay. Okay. Nehmen wir mal den Fotoapparat und analysieren mal, wer was ist. Ich sag mal, der mit dem Stern ist, was ist der denn? Hauptziel. Die müssen wir einfach mit Messer töten, ist ja eigentlich nicht so schwer. Ist da sonst noch jemand, den wir übersehen haben vielleicht? Okay, ist ne, okay, wir haben ja ein Rotpunktvisier-Dings. Und das heißt, so gut wie zielen, Genauigkeit 100% oder in meinem Fall nicht 100%. Die sehen mich ja nicht. Die hören mich höchstens. Okay. Sehen die mich? Alter. Okay. Die rennen da jetzt hin, der wird auch wegeliminiert. So. Alter, wie kannst du mich denn sehen? So. Kopfschuss. Den anderen müssen wir anders. Naja. Takedown! Und ja, das,
War, hast du jetzt nicht erwartet, ne? Edelsteine. Kann man gut bestimmt verkaufen, wenn man das überhaupt verkaufen kann. Nein. Ich will nicht meine geile Waffe wechseln mit Rotpunkt, mein Freund. Nein! Achso. Okay, ihr habt jetzt nicht so die geilsten Sachen, aber... In deinem Fluss sind wertvolle Sachen, ne? Und zwar... So. So, hoch hier. So. Und das dann auch noch. So, raus hier. Ja, kletter mal. So, hoch da. Und, ja. Wie, ich will mitfahren. So. Baller das mal ab. So, wo müssen wir denn als nächstes hin? Das ist hier die Frage. Bambuspass. Da ist die Quest. Aber ich würde mal sagen, wir gehen dahin, weil wir müssen erstmal den Posten, damit wir alles frei haben. Okay, dann gehen wir mal erstmal dahin. Nehmen wir die Schnellreise. Ich frage mich, was der bei dieser Schnellreise macht. Können wir jetzt eigentlich speichern? Ja, speichern. Mal gucken. Und er speichert. Sehr schön. Das heißt, wir können jetzt die... Ja, machen wir nochmal. Ja, sicher, sicher. Okay. Wir können jetzt hier mal die Aufnahme beenden. Und dann in frischer Blüte morgen wieder weiter aufnehmen, wo es heißt, besuchen wir den Doktor und ja, mal sehen, wie es weiterläuft. Haut rein, ich bin erstmal draußen und wünsche euch noch einen schönen Abendtag, je nachdem.